Guten Morgen. Mein Name ist Ruben Funk. Ich sehe die Zuständige, das Programm zu leiten, von der Oves besonders. Und von der aus sind wir hier bei dem Laufstart bei Beramiga, eine Schlangenpiste von Rheinland. Wir sind sehr am Taubstall mit unseren Bogus und Wöwes und auch die Ritter sind alle reit am Lausreden. Und wir haben einen sehr wunderbaren Tag und einen sehr gewünschten, feinen Tag. Und da sind wir sehr, Gott sehr dankbar dafür. Und wir waren von hier losgefahren, noch 7 Kilometer ungefähr. Da holen wir einmal an, beten eine Verschnaufpause merken, da werden die Menschen einmal ein bisschen aufstehen von ihrer Bogus und von ihrer Pied. Und dann fahren wir wieder bei Dorf Nummer 3. Und da wollen wir dann alle taub Mittag essen, wenn das alle busig wird, dann werden wir das für sich in einer Stunde Hand kriegen. Und dann fahren wir los der Philadelphia, der Parallelgas von der Hauptgas, das ist die Müllerstraße. Da fahren wir lang bei dem Seniorenheim. Da wollen wir links aufwenden, beim Seniorenheim vorbei. Beim Seniorenheim werden wir noch eine ganz kurze Begrüßung. Wir wollen ein bisschen eine Besinnung machen und wir wollen da noch ein bisschen Leider singen. Von da wollen wir bei der Tree bei dem Denkmal. Und dann fahren wir von dort liegt dann bei dem Park von Peter Derksen, Eukalyptus Park Peter Derksen. Im Namen vom Komitee wünsche ich Ihnen alle einen sehr erfolgreichen Tag. Viel Vergnügen, viel Freude. Und wir hoffen, dass du kein großes Problem machen. Du hast hier in Kommunen, der wird alle Sachen mitnehmen, der wird auch nur da treu. Wotter, als das Ganze wird der Wotter-Auto hier, der wird dort begleiten, dem, wer da darstig ist, ein Wotter hier. Dann in Dorf Nummer 3, du war Wotbarges auf der Gasstellhülle und der andere Barges, der kennen Opa auch auf dem Hafenabdrehen Kreuzestipiert. Ich bin Peter Horda, dann nur kurz uns eine Anleitung zu merken und dann sah wie Reut zum Lösarte. Georgir Marjok, meinerseits. Es ist für mich ein ganz spezieller Tag von dir, dass ich noch einmal so eine Bogotour oder Kavalgata mitgemacht habe. Und das ist mir sehr viele Erinnerungen. Ich habe noch was miterleben können von der Zeit, als das neidig wird, dass wir die Vorredeute von dir sind, wie hier alle als Hobby. Und sehr vielmal Dankeschön für die Organisatoren, die das zustande gebracht habe. Und ich möchte diesen Tag mit uns alle Typ für Gott bringen und uns seinem Schutz anbefehlen, weil wir uns hauptnähe dem Gebet. Vor dem Himmel, wir kommen an dich und sage dir Dank für diesen wunderschönen Tag, den wir erleben dürfen. Wir sagen dir Dank dafür, dass du uns als Mennonite hier am Schakel so wunderbar geführt und gesehen hast. Wir haben sehr arm anfangen müssen hier und wir haben unsere Eltern geschafft, uns hier zu vermitteln
mit dem Sehen von dir, dass wir von dir auch gerne seine Sache aus das als Hobby haben, was ich immer lebensnotwendig wird, um uns wieder zu bewegen. Nun möchte ich dich bitten, dass du uns von dir auch begleitet hast. Wir mussten deine schützende Hand immer uns über allem heulen, dass es nicht eigentlich geben wird und dass wir das als einen Akt sein, wo wir uns an unsere Geschichte erinnern. Das bitte ich alles an Jesus in Namen. Amen. Dankeschön, Peter. Wir sind am Ministerort sehr peinlich. Dort ist noch 10 vor 8 und Werni von Kordulator hat mir gesagt, Glock 8 soll los können. Also wir sind gut, schmack petit. Hat ihr Friede, es kann los können. Werni, adelante! Diese Idee von dieser Karawane fort, dort ist ein Stone und Interessente von Bogofora. Die Pforte all mehrmals gemerkt, angesteckt von erst diese Idee mal durch einen Onkel Peter Derkse von Fernheim, die mal eine interkoloniale Wagenkarawane veranstaltet, die auch mit Ritterstaub. Und dort hat sehr gutes Interesse geweckt, wie viele von unseren Menschen auch. Die haben von dort angefangen, sich reich zu machen. Da sind auch Söhne, die haben bei 13, 40 Jahren selbst in ihrem Tinglade geschmiert, um so eine Karawane zu fahren. Und nun haben sie sich erst die Idee entstanden, diesen Onkel, die das allemal losgestartet mit dieser interkoloniale Wagenkarawane, dem einen Besuch zu erstatten. Und ich spiele das anfänglich gedacht, das wird bloß eine kleine Karawane sein, bloß eine Irrewiesung zu beweisen, zu einer Nacht zu handfahren. Aber die Anmeldungen, die wurden immer mehr und immer mehr, nun ist das diese riesengroße Karawane geworden. Das hat sehr viel mehr gegeben, das zu organisieren. Aber das haben wir handgekriegt und wir sind sehr froh dazu. Hauptsächlich sind dort Bogofora, aber es sind auch Wörger, was wir mitmachen. Und wir haben hier 135 Ritter, die mitreden waren. Und Wörger sind dort 49. Bogus und Veros sind 49 und davon sind danach 5 Karetten. Diese kommen aus allen 3 Kolonien, aus Menno, Nieland und Fernheim. Auch von Lolita sind 2 Bogus von dort 300 Kilometer zu Fuß hergekommen, um von hier mit uns loszufahren. Wir haben hier unter uns auch indigene Helpers, die sind dort, die haben sowieso immer geholfen, die Pied anzufahren, die Chane der Pied und Chane dort auch mit der Pied umgehen. Und die merken hier auch mit, die sind hier auch mit am Helpen. Die Ritter, die kommen hier an, die Kavalgata kommt hier an, aber alle Wege, manche der Wöhrs und Bogus, waren über Ritter, manche sind, die waren reit sind, um halb, wenn irgendwo mal die Rotenbahn geht.
In Philadelphia, längs der Gasse, wo wir kommen da mit vier Fritters an eine Fähre an der Spitz, mit Uniform und mit Flagge. Die waren dann bei dem Seniorenheim, den war ich anwiesen, was wurde da handelt. Dort Ganze hat sehr viel gekostet, dort alle Top zu organisieren. Zum Beispiel, die Menschen mussten da Mittag kriegen. Und wir sind eher 400 Personen, die Vorrasch und Ritter und die Helpers. Und die da alle frei Mittag essen. Und dort hat sich einer von den Männern, das Anton Giesbrecht, der hat sich dort übernommen, der wird uns da Mittag geben. Und der wird von da zu oben da in den Asado backen bei Pei Derksen. Thank you.
So, Senor Funk, Sie sind nu wie viel Kilometer rest? Wir sind im Bett 21 Kilometer gefahren, aber hier, vielleicht 22. Haftet alle gut getan? Hält ihr noch einen Taschen? Ja, wir haben auf einer halben Strecke einmal mit angehauen. Wir können dort nicht ganz genau sein, aber mir sagt, dass er hat ein Bagger mit Trubel, mit den Außen oder was, ich weiß nicht was, aber haben wir hielten dann an. Und fuhr über den Bau war er wieder und dann haben sonst keinen Trubel gehabt. Und du darfst über Pietride, hast du dort live aus meinem Bagger gefahren? Ich habe nicht Bagger und ich mochte nicht Bagger fahren, du hast mir die Geduld, ich zu wenig Geduld haben. Aber ich riet viel, ich sehe sonst in Schlänge, was in Fetschers mehr schlängt und ich habe viel zu riet, ich kann noch besser mit dem Pietride. So, und sind die Betit hier angekommen, so als sie ausgerechnet haben und hier jaftet, was dann nu wieder? Wir haben dort mit der Zeitüberrechnung sehr viel gekriegt. Wir haben immer so gedacht, wir würden bei 12 Uhr am Kovi hier ankommen. Das haben wir dann nur auch. Und wir haben die Pferde gewaschen und gedrängt. Und wir waren nur noch mit Mittagessen dann, weil wir Fußfahrer anspannen und abzudeln. Und dann geht ja, das los nach Philadelphia bei dem Seniorenheim. Vielleicht noch einmal, ich sage, dass hier auf diesem Platz noch mehr Ritter und Vorrags dazu kommen. Ja. Da ist eine Riedschule von Fernheim. Ich glaube, das ist morgen eine Riedschule. Der hat das berät mit uns. Sie würde bald hier kommen und hier würde sie sich an die Gruppe anschließen. Und dann sind hier noch was Ossekarate. Das wie auch berät mit denen. Sie würde hier reisen mit uns das letzte Angst im Partier vor, weil die Osse einen ganz anderen Schritt haben als die Pier. Nennt man die bloß auf das letzte Angst mit nennen. Wo wird es dann nu das nächste Nachmittagessen noch? Dort kann irgendwo zwischen 10 und 13 Kilometer sein, aber Peter, ich weiß nicht ganz genau. Gut, dann sehen wir mal, was das Nachmittagessen alles gibt. Ja, wir haben drei hier in Gießen, da sind was Schub und was Kasse gespannt worden. Und Anton Giesbrech möchte uns hier in sehr schön in Gießen. Wir waren essen und dann geht das wieder los, but Fernheim, bei Philadelphia. Ach so. Ziska, ah ja. Ich ziehe hier nun mit Giesbrech Taub. Er ist auch einer von denen, was organisieren deit. Und auch mit Rieden deit. Machst du lieber Rieden als Bagger fahren? Ich habe beides reit. Ich habe meinen Bagger reit. Aber von meiner Funktion her, du bei der Arbeit mit halbe, passt das besser zu Rieden, dann habe ich lieber Rieden mit Rieden. Aber mir hält sich beides gleich. Hast du von klein an immer jeden mit Pier die Arbeit? Nein, no, das habe ich Lothar. Das habe ich mit nur 30 Jahren angefangen. Und mich interessierte der Pier über immer. Ich habe sie vom Lasso ein bisschen bekannt und nu mit Pier, das interessiert mich immer. So, das sind hier zwei Menschen, die auch mitgemacht haben. Die sind die Pietride oder sind sie mit dem Wagen oder Bagger hier vorne? Wir sind mit dem Wagen. Wir haben extra einen Königswagen. Dort ist in der Stadt der Intendent. Ich wollte fahren mit dem, aber der hat ein anderes Programm. Und dann früh so sagte ich mir, das will ich übernehmen. Und heute ist mein Cousin. Er hat sich also gefreut, das ist das erste Mal, dass wir sind mitgemacht. Und mit dem Wagen sind wir hier neu gekommen. Wem Wagen ist das? Das ist Werni Funkziner. Für die erste Gruppe, die er fuhr, waren hier 8 Baggers und 2 Wäuers und dann noch ein Zöldchen. Und du magst auch jeden Sand mit? Ja, oh, das sei hier. Ich habe das nur noch niemals getan. Einer läuft hier einmal mein Hafje nicht hier. Ja. Und nu bot er mir an, und ich konnte schaffen, dass das kurzfristig, was ich mir dann überleidet. Und ich habe gesagt, das ist fern. Ich sage, Sie sind all von wieder aufgekommen, all eine Nacht unterwegs. Von wo sind Sie? Jo, wir sind von Lolita Bezirk und von San Jose sind wir losgefahren. Gestern klockt 3 Uhr Marius und fuhren dann so ein Feueretappes durch mit dreimal anhören bei Ebenfeld danach.
weer klok 2 dan dat doen nog maandag. Dan vandaag zum morgens hier dan nog de komt daar? Ja, en dan hebben we dan een goede nacht gehad. En toen zijn we ons daar een meijer te bezoek, wat in voortig bij toe bracht. En van daar voer we dan naar het drijf van de Holfstaatsluis bij het Rijnland, waar we dan met de ganse cavalgata mee uitmerken willen. Wat weet je dat van Jun bij het Rijnland? Van ons thuis zijn dat 74 kilometer. Oh, dan had de Pieter Lugans wat heen je dus. Had je alles met Fouda en je madrotsen en zo? Ja, we hadden de ganse uitrusting met dat we ons met allem door behalpen, dus dat we dan eerst dat je schijnt. En nu dan, door wo we gaan voor wel bij Pijterzen, daar blijven we dan ook de nacht? Daar blijven we ook waar de nacht, waar we nu dan als ganse cavalgata gaan voeren. En dan ook de nächste dag waren we met 3. En wel dan waren van Rijnland bij het Ebenveld voor de nacht. En door maandagsmorgens tijdig waren we los naar Zuidmenno. Oh, dan heb je nog ganz wat ver. Hier zie ik nu met einem, der ook met mocht. Van woe zijn ze? Loma Plata. En je leest het? Ja, zei ja. Ja, dat is mijn jongzine, 40 jaar te hebben, maar ik zie hem nu met je. Waar doe je dat, dat ze zijn een beetje piet hebben? Nou, dat is een jongzine business. Die heeft je blus met piet te doen. Ah, die heeft je blus geliet, of wat? Ja, ja. Die heeft, anders had hij je ooit onvertrouwd. Je had je op een auto, je piet het woord aan je rond. Waar oud zijn ze al? Nou, wat, maar je was maar 77. Wow, 77 en dan zo wat nog met mogen. Dat je het schijnt. Ja, schijnt je dat, ja. Wou je door een paar terzen te nacht blijven? Ja. Nee. En dan maar je wat 3? Ja. En dan worden ze al goed geleerd hebben, ja? Ja, dat zullen die ook, ja. Hopelijk. Dit eerste valt het niet zo lang uit in de Wiederhans, ja. Ja, waar veel zijn, waar dat holen. Oba ja, dat is interessant. Zijn. Dag van onze karawane in Cavalgata zien. Ik zie vroeg komen. Ik heb het nu met je reden met de Cavalgata. En we zijn in Rijnland bij de Schlengpiste klok 8 losgereden. We waren ons einig, we willen hier bij het seniorenheim voorbijvoeren.
Und dann doch, wieso wird gut sein, wann wir würde einmal hier mit Napp kommen und jünd begreisen und mit jünd klein mit vertalen und auch taub singen. Leider wird auch viele hunderte Jahre unsere mennonitische Geschichte begleitet haben. Die wollen wir dann zuletzt noch singen. Wie unsere Kavalgata und Karawane, das ist eine Riesengröte, das hat dem Chaco noch niemals eine so eine große Karawane gegeben. Da sind 49 Bogus und Wäus, 5 Karretas mit Asse und 135 Ritters. Das gibt 241 Tiere, mit denen wir hier in die Gas kommen. Und das sieht recht interessant, wenn man erst mal die ganze Rede lang checkt. Und das ist ja auch frei, wenn die hier vorbeikommen wollen. Und das Gäude an dieser ganzen Karawane ist, dass das eine interkoloniale ist. Niederländer und Fernheimer und Männer sind damit verbunden. Und ich würde staunen, wie sehr fein dort taub schafft, wenn wir mal alle taub was tun. Wir leben immer wie Kolonien, ich kann nicht taub arbeiten, aber das hat wunderbar getan und das ist ein feines Beispiel und das sollen wir uns vielleicht auch als ein großes Ziel hier am Chaco mal nehmen, mal als Kolonien, mal Dollar taub zu arbeiten. Und wir wünschen Ihnen, dass Sie da was von haben, wenn die Karawane hier vorbeikommt. Thank you.
So, der gute Lied, was das Ganze organisiert hatte, der wollte jeden hier mit Jüntöp noch zwei Leider singen. Und willst das ganze Prochotje hier mit Schwinder irgendwie aus ihr geplant haben? Komm, das verher nicht das. Also, wie wurde denn nun noch mit Jünt singen? Und singt man sehr mit, sind sehr bekannte Leider. Rufen dir stets.
Wie wünschen Sie Ihnen Götzendach?